Hey Leute und herzlich willkommen auf meinem Kanal, hier ist wieder euer Stürmi und heute habe ich für euch die Pocket Tin der FIFA 365 2021. Ja, und darin enthalten sind hier 24 Karten und eine limitierte Karte. Die Pocket Tin kostet 4,99 €, seht ihr hier. Hier heißt sie Collector's Tin. Ja. So, hier seht ihr es, Collector's Tin 2021, so, das ist die Rückseite, von oben, ist auch nicht eingeschweißt, ist in Pappe, finde ich gut. Ja, was sich in dieser Collector's Tin oder Pocket Tin verbirgt, sehen wir nach dem Intro. So, ja, heute die Pocket Tin hier der FIFA 365 von Panini. Ich weiß ja nicht, ob ihr da drauf steht, auf die FIFA 365. Also ich finde sie echt cool. Ich habe auch noch mehr von dem Kram. Ja, also da kommt, ich würde auch mal gerne ein Mappen-Update dazu machen. Wenn ihr das auch mal gerne sehen wollt, schreibt es in die Kommentare. Ansonsten lasse ich es, dann mache ich das privat. Ja, dann würde ich sagen, wir öffnen das gute Teil hier mal. Ich schmeiße das Ding hier eh weg, die Pappe. Also reißen wir das einfach so auf. So. Ab. Auf die Seite. So. Hier sehen wir das FIFA 365 Logo und Panini Adrenalin XL. So sieht das von unten aus. Jawohl. So, jetzt muss ich mal gucken, ob ich das aufbekomme mit den Handschuhen. Ich hoffe, dass meine Hände mal irgendwann besser werden. So. Oh, das ist gut. Man sieht die Limi nicht. Aber ich glaube, man weiß, glaube ich, was für eine Limi drin ist. Aber ich bin mir nicht ganz sicher, welche das jetzt ist. So, ich sehe gerade. Ich weiß nicht, ob ihr das auch seht hier mit den Ecken. Wartet mal, hier unten auch noch. Ah, ist noch im Rahmen. Ich weiß auch nicht, warum kann man das nicht in einen Booster machen? Ein extra Booster hier, wo drauf steht, Limi enthalten oder Limi. Ja. Dann würde sie wahrscheinlich nicht kaputt gehen oder die Ecken nicht kaputt gehen. So, wir holen mal die Booster hier raus. Na, kommst du? Will nicht. Ups. So, Tin ist leer. So, ich brauche ja nicht zu sagen, dass ich Tins liebe, oder? So, wir machen das hier mal hier oben hin. So, noch mehr. So, kann man es lassen. So, wir sehen hier. Oh, was ist denn das für eine Qualität, Alter? Also die Bilder von der Qualität her ist nicht so doll, finde ich. So, hier sehen wir noch Suarez bei Barcelona. Der Weiser. Ah, egal. Ich rupfe jetzt einfach. Wir haben hier vier Booster. Booster Nummer 1. Die Booster hier sind aus Papier. Das finde ich cool. So, Booster Nummer 1 hat hier Felipe von Atletico Madrid. Na? Dann haben wir hier Bissaka von Manchester United. Dann haben wir hier International Star Sakai von Olympique Marseille. So, mal ein bisschen höher machen hier, dass man auch die Karten sieht hier. So. Dann holen wir die mal hier. Dann haben wir Nicolo Barella von Inter Mailand. Dann hätten wir hier, oh yeah, Lionel Messi von Barcelona als Base.
Und dann haben wir hier noch Rafael Guerrero von Dortmund als Fans Favorite. So, nächster Booster. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, ob ihr diese Serie auch sammelt. Oder sammelt ihr nur Bundesliga oder sammelt ihr gar nichts? Gibt es ja auch, dass man gar nichts sammelt. So, okay. Die machen wir nach hinten. So, wir haben hier Lopez von... Ach, wie heißt er? Ich komme jetzt nicht auf den Namen. Tut mir leid. Ich hab's manchmal mit den Club-Logos. Liverpool erkenne ich natürlich. Hier haben wir Henderson. Dann haben wir Juve. Chiellini. Dann hätten wir hier Ansu Fati. Von Barcelona natürlich als Wonderkid. Ich bin mal gespannt, wie weit der kommt. Also der Wonderkid ist ja eigentlich, glaube ich, eine normale Karte. Dann hätten wir hier FIFA World Cup History. Ja, hier. 2014 Brasilien, FIFA World Cup. Ja. Yeah. Und dann hätten wir hier noch Elite-Karte mit Koke von Atletico Madrid. Yeah. So. Ich bin ziemlich spät dran hier mit den Sachen hier von FIFA 365. Ach, tut mir echt leid. Aber ich zeige sie euch ja noch. Ich hoffe, ihr freut euch darüber. Wenn nicht, könnt ihr auch gerne disliken dafür. Falls ihr das nicht sehen wollt. Hier haben wir Toni Kroos. Toni, du bist Gold wert von Real Madrid. Dann hätten wir hier Manuel Neuer von Bayern München. Müssen ja jetzt in der Champions League gegen Lazio rum ran. So, da hätten wir hier Ozan Kabak von Schalke 04 als International Star. Sieht nicht schlecht aus hier. Die türkische Flagge im Hintergrund. Finde ich nicht schlecht. So. Dann haben wir hier... Zack. Als nächstes Hector Herrera von Atletico Madrid. Dann haben wir hier Ederson von Manchester City. Und dann haben wir die letzte Karte hier in diesem dritten Booster schon. Power Trio von Ajax Amsterdam mit Neres, Promes und Tadic. Auch nicht schlecht. Eine Offensivwert von 89. Hm. So, letzter Booster aus dieser Pocket Tin oder Collectors Tin. Also ich nenne die immer Pocket Tin, weil die klein ist. So. Ja, moin. Okay. So. Ah. Da ist es doch, wo ich eben nicht drauf kam. Boca Juniors. Warum komme ich nie auf diesen Namen? So, wir hätten hier Basekarte Erling Haaland vom BVB. Leider im Moment verletzt. Hier haben wir Ahmed Kutucu von Schalke 04. Dann hätten wir hier Mathieu Davot von Corinthians. Müsste Corinthians sein, wenn nicht, verbessert mich. Dann haben wir Club America Giovanni Dos Santos als Dominator. Spielt der jetzt bei Club America? Und dann haben wir hier noch International Star Erling Haaland von Dortmund. Das war die letzte Karte. Und dann kommen wir hier noch zu Limi. Da haben wir hier von Manchester United Paul Pogba. Sieht man hier das besser, dass die Ecken... Naja,
Okay, von der Seite hier sieht man eigentlich gar nichts. Ich glaube, ihr seht auch gar nichts, dass die Ecken irgendwie... Also ich sehe das von der anderen Seite auf jeden Fall. Ja, also falls euch diese Collector's Tin oder Pocket Tin gefallen hat, dann lasst ein Like auf dieses Video. Wenn nicht, Dislike. Und falls du noch kein Abonnent bist von meinem Kanal und dir mein Kanal gefällt, lass kostenlos ein Abo da und aktiviert die Glocke, dass ihr nichts mehr verpasst. Und dann würde ich sagen, haut da rein, bis zum nächsten Mal und auf Wiedersehen.